Hi Leute, Forti hier. Sorry zunächst einmal, dass es so etwas länger gedauert hat mit dem Video. Ich habe mir noch die Matches angeschaut von der SL1, speziell natürlich Maus und Navi. Und bin natürlich happy, dass Navi eine Runde weiter ist, beziehungsweise ja, gegen Titan gewonnen hat. Und weiterhin kommen wir hier natürlich direkt zu dem Gewinnspiel, also zu der Verlosung. Ihr könnt natürlich euch noch an meine Skins erinnern, die ich ja jetzt an euch verlosen möchte. Und 800 Leute fast sind wir jetzt mittlerweile in der Gruppe, sprich 800 Leute haben jetzt Lust an dem Gewinnspiel teilzunehmen und ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, also sprich ich muss noch einige Vorbereitungen treffen, morgen geht es jetzt zu der SL1 nach Köln und deshalb nicht so ganz wie beim letzten Mal, sprich nicht so, also ich habe keine Lust jetzt hier durch die ganzen Mitglieder zu zählen, also deswegen habe ich mir eure ganzen Profil-IDs sozusagen, Profiladressen rausgezogen und in so ein lustiges Tool, buntes Tool vor allem, reinkopiert und 5 Sekunden lang werden wir sozusagen alle zittern und ihre Adressen da vielleicht durchrauschen sehen, also die Steam-IDs und es geht schon direkt los. So, das ist die erste. Der erste Gewinner, also die erste Waffe bzw. der erste Skin, das war ja die StatTrak AK Blue Laminate und diese geht an, was auch immer das hier heißt, ja, ich füge dich mal hinzu, ich weiß ja nicht, ob du dir das überhaupt, also hier, er wird hier als Hacker bezeichnet, also ist jetzt nicht mein Problem, er hat ja auch keinen Bann und so weiter, hat 200 Stunden in CSGO, so, das ist die AK Blue Laminate in StatTrak. Dann schließen wir dich hier und entfernen dich auch von der Liste. Nächste Adresse. So, auch die nächste, das war die AK Red Laminate. Die ganzen Conditions, an die kann ich mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern. Hier jemand aus der Schweiz, der Jalnilk, keine Ahnung wie das ausgesprochen wird, 120 Stunden, keine anderen Games oder so, zumindest keine, die hier angezeigt werden. Die Red Laminate geht an dich. Glückwunsch. So, auch dich entfernen wir hier aus der Liste und weiter geht's. So, das nächste war die Atomic Alloy, die ich ja selber gezogen hatte. Das ist hier der Nico. Der Nico. Oh, mein Spickzettel fällt auf den Boden. Fast. Okay, hier haben wir einen Cyrex 1337, einen Penta Sports Fan und wie gesagt, die M4A1S Atomic Alloy geht an dich. Herzlichen Glückwunsch. Merkt euch das? Also ich schreibe mir das natürlich auch auf gleich, wer was kriegt. Also es kann sein, dass ich erst am Montag oder so dazu komme, die Skins auch tatsächlich zu verteilen. Also heute und morgen habe ich tatsächlich keine Zeit, aber seid mir nicht böse. Wie gesagt, ich muss noch ein paar Sachen vorbereiten. Und es geht weiter mit der AWP Pit Viper. Remove und Attacke. Das ist der Kollege hier. GPS-Ortung. GPS-Ortung. Die Schrift ist ein bisschen komisch und die Farben auch. Ah, schönes Bild. Battlebusen. Alles klar, 320 Stunden. Glückwunsch zu der neuen AWP. Und der letzte Skin, das war die M4A4 X-Ray in Minimalware. Da kann ich mich noch dran erinnern. Remove. Der letzte Gewinner lautet... lautet das hier. Varg Vikernes. Hört sich ein bisschen, keine Ahnung, norwegisch an oder so. Auf jeden Fall, ja, ne? 240 Stunden hier auf CSGO. Sieht alles ganz sauber aus. Herzlichen Glückwunsch zu der M4A4 X-Ray. So, an alle anderen natürlich, seid nicht traurig, nächstes Gewinnspiel, also sicherlich, also ich basiere oder baue meine Gewinnspiele ja gerne auch auf euren Donations auf, aber das ist ja nicht das einzige Kriterium sozusagen oder nicht der einzige Grund, sondern natürlich auch, dass ich mich für eure Teilnahme an meiner Community hier einfach bedanken möchte
und euch auch die Chance geben möchte, auch was zu gewinnen. Und wie gesagt, das wird sicherlich nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Wenn ihr nichts gewonnen habt, bleibt einfach in meiner Gruppe, verfolgt aktiv meine Videos, kommentiert und liked und disliked die. Würde mich auf jeden Fall freuen. Folgt mir gerne auch auf Facebook. Und ja, dann werdet ihr sicherlich auch nichts verpassen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und natürlich auch viel Spaß beim Schauen der ESL One. Ansonsten haut rein. Was man auch gerne ab und zu machen kann, aber auch nicht jede Runde, sondern vielleicht ja, ein, zweimal pro Match, dass sich hier einer hier hinhockt. Also natürlich erfordert das einen zweiten Spieler, der hier den Boost ermöglicht. Aber das ist eine super Position. Hier wird man selten erwartet und auch schwer gesehen. Also wenn ich zum Beispiel der Terrorist bin und hier um die Ecke schieße.